Hallöchen. So, das Bild sieht jetzt hier ein bisschen hell aus. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe jetzt hier wieder diese Kameragedönse nochmal auf dem Tisch. Ich habe hier jetzt nochmal einen Kopfhörer dran. Ich höre mich jetzt selber. Ich komme gleich drauf. Warum? Da ist auch der Aufnahmebutton mit dran. Ne? Dann geht hier Videosignal rein, dann geht Videosignal raus und ich zeige euch mal auf dem PC. Ich schalte jetzt mal um. Da läuft jetzt ein Video, eine DVD von meinem DVD-Player. Das wird durchgeschleift. So, und das kann ich jetzt aufnehmen. Jetzt gehe ich mal wieder auf die Kamera. Jetzt gehe ich hier auf Aufnahme. Jetzt nimmt er das auf. Auf dem Monitor sehe ich das jetzt immer noch. Ich kann mal gucken, ob ich das hier drinnen noch mal gezeigt kriege. Ich denke, man kann es erkennen, falls die Kamera das schafft. Jetzt hat sie gerade wieder die Aufnahme abgebrochen. Warum auch immer, dass sie das immer wieder macht. Ich nehme es jetzt noch mal. Immer wieder. So, ich hatte ja das Problem, dass ich da. Jetzt hat sie wieder abgebrochen. Sie sollte weitermachen. Jetzt nimmt. So, nochmal. So, ich hatte das Problem, dass sie ja nur in Schwarz-Weiß abspielt. Ich ging erst von irgendwie tauben Elko aus oder irgendwas anderes, aber es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe meinen Stream nochmal geguckt, weil ich hatte jetzt hier geguckt, wo kommt Video ran. Hier kommt oder Ton ran. Hier an dem kommt Kopfhörer raus, an dem hier. Hier kommt Mikrofon raus, das liegt da hinten. Ich höre mich jetzt selber, ich habe hier Kopfhörer drin, ne? Den hing dann noch ein Kabel. Wollte ich wissen, wo es hingeht. Ja, ich habe ja gesagt, Delay Line ist irgendwas mit Farbe. Ich habe aber gedacht, die geht direkt an den CCD-Sensor oder was. Nee, die geht hier auch an dem. Ohne dem spielt die nur Schwarz-Weiß ab. Mit dem spielt sie in Farbe ab. Das werde ich euch nachher gleich zeigen. Im Moment nimmt sie auf. Ich glaube, ich habe das Aufnahmebild, was er aufnimmt, in der Ecke, klein unten drinne. So, ich breche jetzt hier mal die Aufnahme ab und werde jetzt mal abspielen. Dazu brauche ich ja die Kamera. Ja, brauche ich ja, aber die lege ich jetzt beiseite. Das Bild braucht er ja jetzt nicht sehen. Beziehungsweise, ich kann da mal schnell. So, ich habe sie mal schnell auf ein Stativ gebaut. Hier ist der die Delay Line. Noch seht ihr das Bild von da. Jetzt schalte ich hier um auf VTR. Dann wird das Videobild dunkel. So, jetzt spule ich das Ding nochmal zurück an der Richtung. Ich habe ja hier einen Timecode drauf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Mache ich Stopp. Jetzt drücke ich auf Play. Jetzt müsste kurzzeitig was von dem anderen Band davor kommen. So. So, jetzt könnt ihr mal hören. So. Jetzt muss ich das erstmal aus dem Ohr nehmen. Jetzt habe ich hier die Leyline. Jetzt ziehe ich die mal ab. Und schon ist das Bild schwarz-weiß. Das ist ja nicht gewollt. Und jetzt ist es wieder in Farbe, wenn ich die anstecke. Und ich höre mich jetzt immer noch im Nebenbei, weil die Kamera das abspielt. Die hat das mit aufgenommen nebenbei.
Also ich kann mir hier draus wirklich ein, sagen wir mal schnell, Video 8 Videorekorder oder sowas rausbasteln, aber halt nur mit Monoton. Ist leider nicht Stereo. Kann ich hier nicht dran ändern. Obwohl hier geht ja links, rechts rein, ne? Da ist auch ein extra externes Mikrofonanschluss dran. Ne? Ich weiß aber nicht, ob der jetzt hier Stereo out hat. Ne, das ist Mono. Mono out. Aber ihr habt gesehen, das funktioniert. Sie nimmt in Farbe auf und spielt es auch in Farbe ab. Ich habe hier echt gebastelt und gedacht, wozu ist das Kabel hier? Audio kann es nicht sein, obwohl da ein geschirmtes Kabel ist, aber viel Leitung, das kann nicht sein. Da muss was anderes sein. Und führe mir die Delay-Line ein, dass ich die ja höchstwahrscheinlich dazu brauche, weil mir war schon irgendwie von vornherein klar, die Delay-Line hat irgendwas mit der Farbe zu tun. Erst hatte ich gedacht, hier kaputter Elko oder Mechanik, irgendwas. Nein, es ist wirklich die Delay-Line. Die älteren Sachen haben sowas. Ja, was so eine Delay-Line nicht alles ausmacht, ne? Ich weiß nicht, wie ich es jetzt hier geschnitten habe. Ich hatte was erzählt, aber das schneide ich raus. Es hat jedenfalls funktioniert. Ich habe jetzt hier ein, in Anführungsstrichen, Videorekorder mit Video 8 Kassetten. In Anführungsstrichen. Gut, dann mehr wollte ich euch nicht zeigen. Es funktioniert, also der Sucher funktioniert. Ich müsste den jetzt anders stehen haben. Wie kann ich das hier sehen? Der geht ja jetzt nach da weg. Geh mal hier hin, nach da weg. Ich müsste ihn jetzt eigentlich nach dahin weg haben. Aber das kriege ich ja nicht hin, so weit. Da müsste ich das noch mehr umbauen. Gut, aber so funktioniert das. Wunderbar. Okay, dann danke fürs Zugucken. Tschüssi.